Mitte der 50er Jahre hält der Tourismus langsam Einzug im malerischen Val d'Anniviers, das sich südlich von Sieders im Rhonetal befindet. Das erste Dorf mit Wintersporteinrichtungen ist Vercorin am westlichen Taleingang, bald darauf folgt auch Grimens mit seinem ersten Schlepplift. Vom Dorfrand führt die Anlage auf eine Anhöhe, ist aber noch nicht wirklich massentauglich. Erst ein Jahrzehnt später beginnt Grimens, in der Liga der aufstrebenden Skigebiete mitzumischen. 1967 erfolgt der Bau einer fix geklemmten Zweiersesselbahn von der Ortschaft auf das Hochplateau Bondola. Als zusätzliche Beschäftigungsanlage folgt noch im selben Jahr ein Poma-Kurvenschlepplift als zweite Sektion nach Grand Plan. Bereits zwei Jahre später wächst das Skigebiet erneut und stößt mit zwei weiteren Sektionen Schlepplift bis in über 2800 Meter Höhe vor. Um auch den weniger geübten Wintersportlern ein Angebot zu bieten, erfolgt 1975 der Bau des Schlepplifts Maronda. Auch bei diesem handelt es sich um einen kuppelbaren Poma-Schlepplift, allerdings ohne Kurve. Auf 600 Metern Länge werden 120 Höhenmeter überwunden. Allein die Fahrgeschwindigkeit macht deutlich, dass es sich hierbei um eine typische Anfängeranlage handelt. Dafür eignet sich der Lift mit seiner flachen und breiten Abfahrt aber ideal. Seit einigen Jahren besitzt er eine neue Antriebsstation, die Abspannung erfolgt dagegen noch ganz klassisch mittels einer fliegenden Umlenkscheibe am Berg. ...1991 kommt noch eine weitere Übungsanlage hinzu. Für die ganz Kleinen erstellt die Firma Poma einen Stangenschlepplift mit fixen Klemmen. Gerade einmal 200 Meter misst die Länge dieser Konstruktion, die Bergstation liegt 16 Meter höher als die Talstation. Gemeinsam mit dem Schlepplift Maronda ist der Lift aber eine ideale Möglichkeit für die ersten Schwünge.